Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Warframe. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Hardscope. Hallihallo, hallo. Jo, okay, das nächste Level wird sein Mantle hieß das. Jetzt muss ich das alles zum 25. Mal wiederholen, denn wir haben die Aufnahme schon tausendmal gemacht, weil hier andauernd Frame-Einbrüche sind. Wir haben das Level hier schon gespielt, bei dem lieben Hardscope ist aber der Computer abgekackt im Level. Deswegen habe ich jetzt hier eine Aufnahme, die ich vielleicht zwischendurch rausgehauen habe. Ich weiß es nicht, ihr seht es ja dann. Die werde ich dann abseits des Let's Play irgendwie als Special vielleicht raushauen. Oder wenn da jetzt der liebe Hardscope natürlich nichts dagegen hat. Nein. Und ja, da müssen wir jetzt nochmal das Level wiederholen. Und wir haben uns mit neuen Mods und ich weiß nicht, was du noch alles gemacht hast, haben wir uns aufgemuddelt. Jo, ich habe auch ein bisschen Mods reingehauen und Reichweite zu verbessern, Schaden zu verbessern für unsere Bögen, für die Handfeuerwaffen etc. etc. Genau. Und dann werden wir einfach nochmal Mantle beginnen. Hoffentlich klappt diesmal es, bitte. Also bis jetzt habe ich keine Frame-Einbrüche. Ich glaube, das vielleicht lag es ja doch nur am Grafikkartentreiber. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hängt jetzt mein Spiel. Jetzt hat sich. Ah, jetzt. Okay. Ach, jetzt habe ich ja gedacht, jetzt geht's ab. Dauert immer ein bisschen im Loadscreen. Ja, ist richtig, aber nicht komplett freeze, weißt du? Das war jetzt ein bisschen irre. Irre. Ja, und der Hardscope hängt mal wieder hinterher. So. Also was wir auf jeden Fall voraussagen können, dieses Level ist übel. Das hat's richtig hart in sich. Zack. Da ist der Onkel, da ist der Hardscope und hier we go. So, ich loote dir wieder alles weg. So. Ja, wie immer, wir laufen erstmal in die richtige Richtung. Was ist nicht mehr? Ey, wir sind hier richtig bei mir. Ja, ich weiß, aber da will ich nicht hin. Okay, dann laufe ich hier lang. Naja, Onkel ist wieder nur auf Kisten aus. Credits. Muni. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegner ich jetzt schon hier habe. Ach, das Scheiße. Aber die habe ich alle genagelt. Wie, das klang falsch. Das ist sehr egal. Falsch. Das ist völlig egal. Oh. Das ist mir völlig egal. Ich dachte, wir sind hier bei Warframe. Ja, wie der Krieg aussieht, das ist ja wohl meine Sache. Vielleicht ist es ja auch der Krieg der Geschlechter oder so. Oh, nein, lass mal lieber. Oh mein Gott, die Frames gehen schon wieder runter. Oh Gott, da war so ein Sniper. Okay, es war jetzt bloß ein kurzer Lag. Ich glaube, das lag wirklich am Grafikkartentreiber. Weil das Einzige, was ich jetzt verändert habe, ist... Obwohl, wir waren mal lieber noch nicht so großartig große Töne spucken. Aber ich glaube, das Level ist jetzt schon wieder komplett anders. Ja, mir fällt es gerade auf. Das ist... Wir haben doch vorhin ganz anders angefangen. Okay, dann ist der Part... werde ich dir rausholen, aber halt als Special-Folge zwischendurch. Ist der Part bei dir denn ganz kaputt, oder? Ja. Boah, Alter, hast du mich jetzt erschrocken. Fraps hat die Aufnahme nicht abgespeichert. Die haben Alarm ausgelöst. Stufe aufgestiegen. Ja, Stufe sind wir jetzt natürlich auch schon aufgestiegen. Du nagelst da alles fest und ich krieg nix. Ja, und auch die Kiste nehme ich mir. Aua, von wo? Von wo? Komm. Keine Ahnung. Au. Hä? Ach, hier. Hier unten. Hier oben ist noch eine Karte. Ich weiß nicht, ob du die jetzt auch einsammeln kannst. Oh, ich bin hier unten irgendwo. Gegner von hinten? Ja. Was, oh ja. Gott. Drüber hier. Kann man da auch machen? Nein. Okay. Okay, es ist aber der gleiche. Oh! Gott, der gleiche ich find gar nichts mehr. Der gleiche Sinn dahinter. Es ist ein bisschen anders aufgebaut als beim letzten Mal, aber der gleiche Sinn noch. Zack. Zack. Der holt wieder mal bloß die Kisten anstatt. Ja, ich geh jetzt mal hier ein bisschen hoch. Du lässt mich alleine mit den scheiß Ködern. Wie Spaß, die hatte ich im letzten Part. Aua. Oh Gott, haut doch ab. Oh. Oh.
Alter. Steht auf einmal vor mir. Ich hatte im letzten Part 10 Stück am Arsch kleben. Ja, ich hatte plus 3, aber. Nein! Daneben. Haha. Meins. Okay. Stufe aufgestiegen. Nein! Daneben! Jetzt! Bevor der Onkel kommt. Haufenweise Hunde, aber ich habe gemerkt, das war vor unserem Part, dass die Hunde nicht nur gegen uns sind, sondern sich auch die Gegner schnappen. Ah, okay, also sind das solche Zwitter, sozusagen. Was sind das? Zwitter, die gehen auf jeden los. Zwitter? Oh, vergiss es. Na? Ah. Oh geil, also dieses Elektrisieren ist ja richtig cool. Was zum Geil ist ein Zwitter? Zwitter? Was zum Geil, Alter, was rede ich denn? Oh, Onkel. Nee. Jetzt sagt er schon wieder Onkel. Oh, ey. Ach, da geht's runter, verdammt. Ich dachte, wir haben das geübt vor unserer Aufnahmepause. Eine halbe Stunde geübt, der kann's immer noch nicht. Oh, tut mir leid. Wir müssen das noch mal ein bisschen zusammen üben. Ein Sonderschüler. Der ist auch in der Aufnahme zu mir gemein. Aber wisst ihr, wenn die Aufnahme aus ist, dann beschimpft er mich aufs Derbste. Ja, wenn ich jetzt daneben sitzen würde, würde ich dich sogar schlagen. Oh. Ja, okay. Jetzt packt er aus, der Onkel. Ja. Aber ihr wisst ja alle. Karte. Ihr wisst ja alle, Hunde, die bellen, die beißen natürlich nicht. Genau, immer so. Oh, hier geht's weiter. Kannst du gar nicht machen, ich hab hier noch einen ordentlich Gegner. Wir räumen hier mal ein bisschen für dich auf. Das ist sehr nett. Komm, dich elektrisier mal. Oh, Hund, tausend Hunde. Ah, viel Spaß. Alter. Oh Gott, das sind so Messerrenner. Oh Gott. Weißt du, wenn man mehr so mit diesen Elektrisieren spielen, das ist auch geil. Alter, was hab ich denn jetzt hier? Oh Gott. Oh Gott, Hunde. Stopp. Was ist denn das? Ich kann nicht schwimmen. Was? Wie? Hä, was ist denn das? Oh Gott. Onkel, bitte nicht. Ach, wenn ich jetzt die linke Maustaste gedrückt halte, habe ich irgendwie ein Special. Hä? Kann ich nur schon angestellt, ja. Ich wollte erstmal ein bisschen in Sicherheit hier gehen. Hund! Okay. Hab ich irgendwie? What? Sag mal, hat der einen epileptischen Anfall oder warum zuckt der so? Alter, die Hunde überall. Na, ich bin sicher in dem Tor. Oh Gott. Oh Gott. Boah, Alter. Alter. Weg hier. Ich hatte es jetzt gerade mit mega vielen Hunden zu tun. Aber echt übelst viele. Wo ist denn eigentlich mein Pfeil und Bogen? Warum hab ich denn den nicht mehr? So spielt man Pfeil und Bogen, meine Freunde. Zack. So spielt man Pfeil und Bogen. Mhm. Oh, das war. Man kniet sich so unten hin, biegt seinen Rücken und dann ist man schon mal da Bogen. Oh, was du wieder denkst. Du hast gesagt, du spielst man Pfeil. Ach, was ist denn der Pfeil? Die Fantasie überlasse ich euch. So, was hab ich hier? X für Seilrutsche benutzt. Alter, was hab ich hier für Gegner auf einmal? Das war vor uns schon so. Ich hab hier auf einmal Gegner, das ist der Wahnsinn. Warum hast du die denn nicht? Ja. Mich laufen gar nicht in deine Richtung. Klingt zu arg, mich wollen sie nicht. Ja, und ich bin beleidigend zu dir. Du bist ja selber beleidigend zu dir.
Ja, ich darf mich ja selber beleidigen. Wieso? Ja, ich beleidige nur mein Gewissen oder mein... Oh Gott! Du gibst doch wieder nur, Ich demütige mich selber, das darf ich ja. Aber wenn mich andere demütigen, ist es nicht nett. Was? Ja, jetzt bist du überfordert. Ich aber auch. Nicht mit mir selber, sondern mit dem Spiel. Warte mal, ich glaube. Ah. Was mache ich denn nur? Wo bin ich denn nur, Mann? Ich bin wieder ganz am Anfang und da sind ein Haufen Gegner. Na klar, wir müssen ja da wieder rausrennen. Also ich kämpfe mich gerade wieder durch, Alter, bis zum Ende. Ja, super. Ich lasse mich hier wieder alles. Ich lasse mich hier wieder alles wegschnappen. Oh, bin ich jetzt erschrocken? Alles wegschnappen lasse ich mir wieder. Ich warte mal ein bisschen hier. Ja, ich bin der Running Man. Ich muss halt jetzt hier wieder Haufen Gegner. Ich schieß wieder Pfeile sinnlos irgendwo hin. Ach, da ist ja Harz. Ach nee. Ich sehe bloß den Schatten. Da kommen so Ohr. Irgendwo hat's geschossen. Hier? Jo. Kann doch nicht so schnell. Nein. Zack. Wie? Gut. Da war aber noch irgendwo einer. Komm, zeig dich. Dann halt nicht. Scheiße, verschossen. Oh, da ist noch eine Kiste. Boah, hier unten sind wieder Haufen Feinde. Ah, du bist hier schon fast bei mir. Ah, du bist schon bei mir. Ich stand schon neben dir. Ach so. Mega Kisten. Nein. Oh Gott. Was bestaune die Möglichkeit? Was? Wie wir okay. Jetzt gleichzeitig den Westschritt. Gut. Oh, der hängt da oben. So. Wir müssen hier rüber. Ach, da oben. Oh, da oben wären wir auch rausgekommen, okay. Da kommt zum Messer. Typ. Stirb! Ah, hier, verbuggt. Da war einer an der Treppe verbuggt. Ich glaube, der Wert ist. So, ich geh mal rechts oben rum, wir teilen uns wieder ein bisschen auf. Ein bisschen ist gut, das heißt, ich laufe falsch und du richtig und holst alle Kisten. Ja, so kann man es auch sagen. Ich treffe nichts. Das bist ja du. Ich treffe nichts. Oh Gott. Wo zieh ich denn hin? Zack. Daneben. Ja, jetzt. Alter, ich muss mal meine Flasche hier wegstellen. Ich bin mit meiner Maus so weit weg von der Tastatur. Ich bin also, ich fieber ja so mit. Treffe ich ihn jetzt? Ja, er kommt. Jetzt. Er steht da oben und schaut mir zu, der Frechdachs. Gar nicht, ich hab gezielt. Mal schauen, was da hinten ist. Ich bin alter Mann, ich darf sowas lang, ich darf lang zielen. Oh, ich liebe diesen Pfeil. Diesen Sektor. Hier oben geht's noch irgendwo hin. Ah, hier oben sind Kisten. Wo geht's da hin? Da geht's irgendein Treppenhaus hinauf. Ah, okay, das. Fuck, Mann. Wieder zurückgelaufen. Noch eine Kiste? Ein Spind. Aber. Oh Gott! Oh Gott! Bastelhilfe? Oh Gott, noch einer! Bastelhilfe? Nee, schon gut. Ich bin gerade in so ein richtig enges Eck reingelaufen, weil da hinten ein Spind stande und dann waren auf einmal drei Stück hinter mir einfach gestanden. Die haben mich in den Hinterhalt gelockt. In den Halt dahin? Den Halt dahin. Wo noch besser als Halter hier. Halter hier, Halter hinten. Hey, ist das gegen Assassin's Creed? Ja. Er lässt ihn halt wieder hier stehen. Ja, ich will dir doch auch was übrig lassen.
Das hat sich ja jetzt gerade überhaupt nicht arrogant angehört. Ich und arrogant, wie kommst du denn da drauf? Ich hab keine Ahnung. Ja. Eine Tenno-Erfahrung habe ich jetzt, keine Ahnung. Leute, Schnauze. Was? Achtung, Hotfix in 3 Minuten. Ach nee, in 3 Minuten gehen die Server down. Das ist jetzt aber nicht hier deren Ernst, oder? Stufaufstieg, yay. Boah, da hab ich's ja wieder rumflammen. Oh, oh. Granate. Oh, da ist irgendwo so ein Sniper-Typ. Da üben. Zack, weg hier. So, warte mal, ich hack das mal kurz. Ach, jetzt rennst du ja wieder voraus, Moment. Das sind noch Haufen Kisten. Warst du vor uns schon? Bist du vor uns schon abgehauen? Wie so ein kleiner. Oh Gott. Wie so ein kleiner Schiffer. Ja, ich hack doch nur, dass du dann durchkommst. Aua. Oh Gott, wir sind schon bei den Captain. Warte, diesmal komme ich aber mit. Weil mich das hier drüben jetzt auch reizt. Oh, Alter. Diesmal, wenn ich sterbe, bitte töte mich nicht, sondern heb mich auf. Und Rest nehmen. Niemand kommt gegen uns an. Krass, Ghostbusters. Okay, wir haben 2 Minuten Zeit, hier rauszukommen. Okay, gut, dann würde ich sagen, rush, rush. Oh ja. Wo bist du? Ich bin in andere Richtung gelaufen. Okay, komm, einfach durch. Oh, oh, ich glaube, ich habe dich angeschossen. Das macht gar nichts. Deine Minischiffe, die halte ich schon irgendwie aus. Ich glaube, das schaffen wir in 2 Minuten nicht. Rush, 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 rush. Oh, der war ja schon. Ich bin falsch gelaufen. Wir sind falsch gelaufen. Wir müssen da links rüber, glaube ich. An die Nagel gewandet. An die Nagel gewandet. Nee, wir sind richtig. Scheiße. Was ist denn nun? Lass uns laufen. Einfach weg von hier. Ich glaube, wir hätten oben. Oh Gott. Scheiße, wir hätten noch hochgemüsst. Was ist denn los zurück, mit dir? Zurück. Wir hätten hochgemüsst. Okay, ich glaube, jetzt nützt auch das Rushen nichts mehr. Eine Minute, das schaffen wir nicht mehr. Hä, aber da kommt man doch nicht hoch. Doch, du musst hier rüber springen, komm. Oh. Hä, von hier kamen wir doch, oder? Ja, na klar, kamen wir von hier, wir müssen ja wieder zurück zum Startpunkt. Oh, auf! Wir sind hier, Onkel! Ne, doch nicht! Doch, da vorne! 80 Meter! Komm, wir schaffen das! Nein, jetzt falle ich auch noch runter! Ich bin da! Ja! Ich bin auch hier! Yeah. Ja! Alter, vor dem Server Restart noch geschafft. Also wenn es überhaupt Server Restart, vielleicht lachen die uns jetzt auch natürlich wieder in die Kommentare aus, dass das überhaupt keine Server Restart ist. Das war ein Server Restart, also genau, da stand auf jeden Fall, das runterfährt. Oh, auf jeden Fall haben wir es noch Zeit genug, Zeit da geschafft. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, das ist eine Mission, die kann man immer wieder machen, denke ich mal. Jo. Wieder ein bisschen was aufgestiegen. So, mal schauen, was haben wir denn jetzt, als nächstes? Oh, wir haben wieder mehr Missionen. Mantle, die können wir immer wieder machen. Die ist immer noch offen. Ja. Jetzt haben wir dann noch Mariana. Gaia. Und Everest.
Ich glaube, wir sollten diese Missionen machen, die hier mit Zeichen hinterlegt sind, ja? Jo, ich glaube, das sind so Hauptmissionen. Also das wäre dann Everest. Nächste Hauptmission sozusagen. Aber ich würde sagen, zeitlich haben wir es ganz gut hinbekommen von 20 Minuten mit dem Durchrushen. Ja, super. Jo, optimal. Ja. Ja. War ich? Achso, ich war. Ja, ja. Dann war es das hier für den Part. Wir haben es geschafft in einer höllischen Geschwindigkeit. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare, was das bedeutet. Was das, also ob das jetzt ein, obwohl ja, bis der Kommentar steht, denke ich mal, habe ich selber gegoogelt. Aber es würde mich mal interessieren, ob das ein Server-Restart war oder obwohl ich google einfach mal nicht. Ich lasse mich mal von euch beraten. Ja, das würde mich auch mal interessieren, weil mir sind ja auch einige in den Kommentaren, die spielen das Spiel ein bisschen länger. Ihr könnt gerne mal schreiben, was das war. Also, ich habe das irgendwie wie ein Restart wahrgenommen. Obwohl, dann wären die Server jetzt offline gewesen. Auf jeden Fall, wir haben es gut durchgerusht, würde ich sagen. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis denn. Tschüss. Ciao.